Oh! Nun, Freunde, ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaften, ich spreche von Kräften. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die ursten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prof ist fair und freundlich. Die FPS mögen das ja eindeutig nicht. Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, Bockender Bronco. Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestutzt werden? Bockender Bronco. Finden Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie ihn aus. So, sorry. Ja, wir haben hier... Irgendwas müssen wir hier machen. How to play. Protect the woman and child. Hit the devil 3 times. Jo, machen wir. Rechne mal aus, dass wir eine Kraft zu benutzen. Achso. Nochmal. Hä? Okay, ich bin gerade verwirrt. Nummer 3, wir haben einen Gewinner. Hier, mein Freund, denken Sie dran, soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestützt werden? Bockender Bronco ist die Lösung. Okay, das war gar kein Feuerding. Ich dachte, das wäre was von irgendwas Feuermäßiges. Was haben wir denn hier? Schrot finden mal. Warum verbreitet Lügen und selbst Zwietracht? Keine Angst, ich weiß Rat. An die Flinte und los geht's! Guter Mann, jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Box vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. Ich hab gar keinen... Ach doch, jetzt habe ich ein Ziel kaum. Was soll ich denn zielen? Okay, Schrotflinte like a boss. Schütze wie kein anderer. Sie haben's verdient. Okay. Ja. Halten Sie den Himmel frei. Ran an die Flinte, zeigen Sie den. Können wir uns jetzt noch mal was holen? Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. Ja, 10 Punkte, okay. Also schwer ist das ja nicht. 1, 2, ich verbessere mich. 3, 4, ja, hallo, warum schießt der nicht? 7, 8, 9, give me 10. Ich hab schon mehr als genug Punkte. Achtzehn, neunzehn, zwanzig. Auch ich habe wieder 20 erreicht. Schütze wie kein anderer. Sie haben's verdient. Gut, wunderschön. Und dann machen wir das noch ein drittes Mal. Weil, was auch immer das ist, will ich auch noch haben. Die Kondome da. Ich weiß nicht, wie ich das darstellen soll. Keine Ahnung. Will ich auch noch haben. Ja, mach hin hier. Drei. Vier. Fünf. Ja, an sich ist das hier... Und da habe ich den dritten Platz. Ach,
das wäre retten gewesen. Okay. Was habe ich hier? Hau den Lukas. Okay. Okay, kriege ich jetzt was? Hallo? Equus Mechanical, der automatische Hengst. Das Pferd der Zukunft, schon heute. Okay, das Pferd der Zukunft. Es bringt Sie mit Leichtigkeit zur Arbeit und wieder nach Hause. Oder zu einem romantischen Ausflug mit der Frau. Es transportiert Lasten, Güter, Möbel und vieles mehr. Vom schwersten Gerät bis zum empfindlichsten Besitz. Was geht mit euch ab? Was habt ihr für Probleme? Cool, sind die denn drauf, bitte? Ziemlich uncool. Okay, gehen wir erst hier hinten lang, glaube ich. Was mit dir? Die Skylines von Columbia. Das sind keine armen Märchen. Okay, was ist hier? Ich versuch's. Auch schon wieder. Okay, auf die Boxen schießen. Ist jetzt alles noch im Bereich des Möglichen. Erster Platz. Okay, war noch schön. Also, zweiten kann ich mir theoretisch auch noch holen. Das sind nochmal 7 Münzen. Aber ich glaube, ich lasse es lieber. Ja, das habe ich geschafft. Was ist hier? Ja. Was haben wir hier? Wer, was bist du? Ups, Entschuldigung. Okay. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist das hier? Salzautomat. Das ist ohne Scheiß, das ist Eve, glaube ich. Also Salz ist wie Eve. Hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon Sie nicht mit Ihrer Liebsten verbunden? Tja, holen Sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Mit Beherrschung sind Sie der Chef. Geben Sie her. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Ist das unser erstes Plasmid? Okay. Press to turn machines into allies. Cool. Das kennen wir. Bereits. Auf geht's. Drücke rechte Maus, um während der Beherrschung ausgerüstet ist, um eure Maschine benutzt zu machen. Verdammt, was war das? Okay. Okay. Deine Kräfte brauchen Salz. Okay. Aber ich kann hier noch gar keine keine Maschinen. Vier Geschmacksrichtungen. So viele? Was ist so falsch an Vanille? Okay. Sag Seemann, aus welchem Hafen kommst du denn? Herrscht da gerade Sturm? Du verstehst, was ich meine, oder? Nicht wirklich. Tut mir leid, das ist zu hoch für mich. Keine Ahnung, wovon du redest. Columbia. Ich habe eine Schwäche für Eiscreme.
Versuche beim Kartenaufreißer Beherrschung. Moment, Kartenaufreißer? Wo ist denn der Kartenaufreißer? Ah, Sie an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Schön, einen Gentleman Ihres Formats auf unserem Jahrmarkt begrüßen zu dürfen. Kopf. Oder Zahl. Kommt, lasst mich durch. Kopf. Oder Zahl. Münze werfen. Kopf. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Ich hab's verpasst. Ich würde gerne nochmal zurück. Verdammt. Es war jetzt nicht beabsichtigt, dass ich nicht zurück kann. Boah, ich habe manchmal echt FPS-Einbrüche, aber da kann ich nichts für. Da kann ich wohl nichts gegen machen. Okay. Der wirkt irgendwie desorientiert. Auf mich wirkt er eher attraktiv. Mary, du bist wieder mal unmöglich. Gott, das ist ja schrecklich, dass sie beide gleich aussehen. Was? Ich habe gerade einen Haufen eingesammelt. Ach, Verkaufsautomat. Gesundheitskit. Salz. 80% reduziert. Hä? Wie 80%? Achso, stellt 80% der Gesundheit wieder her. Voll. Okay. Ja, nee, lass mal. Erstmal nicht. Danke. Himmel und Hölle, ich will mitspielen. Lass mich mitspielen. Geh weg. Ich will ja auch spielen. Nein. Verdammt. Gut, dann eben nicht. Doofe Kuh. Mein Vorbild? Back in 5 minutes. Der Prophet segne und beschütze sie. Ja. Okay, hier haben wir noch ganz viele Sachen zum Ausplündern. So, Silber. Da ist nichts drin. Haben wir hier? Den gekriegt. Den Prachtkerl hier. Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Box aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Ja, gibt's da noch freie Stellen? Ich würde auch gern Box verprügeln. Das Teil, das hätte ich gern. Ich glaube, mit dem Teil können wir uns nämlich frei bewegen hier. Und darauf würde uns das, glaube ich, auch anspielen. Für dieses Ding hier brauchen. Was haben wir denn hier? Madame Lutèce, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil Sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen. Was denn zum... Herzliche Grüße, Konstanz. Okay. Du sollst den falschen Hirten an seinem Zeichen erkennen. Ach, ich bin der falsche Hirte. Na wunderbar. Park der Verlosung. Was hier abgeht, ey. Okay, gehe ich jetzt da hoch oder gehe ich erst? Ich gehe erst hier lang. Natürlich ist da nichts drin. Police. Was passiert, wenn ich da jetzt hingehe? Bedauere, Freund, hier ist gesperrt. Okay. Den Verkaufsautomaten brauche ich ja jetzt nicht zu hacken, beziehungsweise zu Dings, da verschwende ich ja nur mein Salz mit.
Okay. Wo kommt diese schreckliche Musik? Ah, okay, schrecklich würde ich es nicht nennen, aber wo kommt diese Musik her? Okay, eindeutig von hier. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. Hey, Mister, Mister. Sorry. Ich ziehe jetzt nur 77, wetten. Die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bring mir die Trommel. Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77. Tja, was sagt man dazu? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis. Eieiei. Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs. Haltet ihn! Haltet ihn! Der falsche Hirte habe ich den Lamm. Tauch den Nackenangriff. Heilige Scheiße. Heureka, wenn du siehst, kannst du V gedrückt halten, um ihn zu erledigen. V zum Ausführen halten.